Guten Morgen! Ich habe euch ja schon mehrfach die Ergebnisse der Kontrollen ausgehend vom aktuellen nationalen Rückstandskontrollplan mitgeteilt. Siehe auch dazu oben die Infokarten. Aber wie und in welcher Intensität in Deutschland die tierischen Produkte kontrolliert werden, das habe ich euch noch nicht offengelegt. Und das ist aber natürlich auch sehr, sehr interessant. Und glaubt mir, diese Information, die ihr heute erhalten werdet, wird eure Sicht auf die Dinge komplett in eine andere Liga, nein, in eine komplett andere Dimension katapultieren. Aber fangen wir erstmal mit leichter Kost an. Generell, wenn wir vom nationalen Rückstandskontrollplan reden, dann reden wir von einem Plan, der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gemeinsam mit den Ländern durchgeführt wird. Der nationale Rückstandskontrollplan ist ein Programm zur Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Dabei wird der Fokus vor allem darauf gelegt, was an gesundheitlich unerwünschten Stoffen als Rückstände im tierischen Endprodukt gefunden wird. Angefangen wurde damit mit diesem Plan 1989. Es werden natürlich nicht alle Produkte, die in den Markt kommen, kontrolliert. Das wäre ökonomisch überhaupt nicht tragbar und auch nicht zu verlangen, sondern es werden Proben entnommen, die sicherstellen, dass eine Signifikanz hinsichtlich der Bedenklichkeit von gewissen Lebensmitteln getroffen werden kann. Also die Aussage. Auch wenn der Rückstandskontrollplan eher eine zielorientierte Probenwahl vorsieht als eine Zufallsentnahme, kann man aber trotzdem aufgrund der jährlichen Vergleiche ganz klare Tendenzen erkennen und auch allgemeingültige Aussagen zur Entwicklung von Rückständen von unerwünschten Medikamenten oder anderen Kontaminanten treffen. Was mich besonders interessiert hat, war dann aber, wie viele Proben werden denn tatsächlich entnommen? Also wird jetzt jedes 10. Huhn kontrolliert oder jedes 100. Von welchen Zahlen reden wir da eigentlich? Und da wird man dann auch bei dem Punkt Untersuchungshäufigkeit fündig. Also noch einmal, die Probenentnahme soll sicherstellen, dass die tierischen Produkte, die auf den Markt kommen und konsumiert werden, angefangen von der Milch bis hin zum Rind, einwandfreie Qualität oder sagen wir mal überschaubare Belastungen aufweisen. Also die Sicherheit unserer Gesundheit ist der Grund und die Motivation, warum es diese Kontrollen gibt. Dann schauen wir uns mal die Zahlen gemeinsam an und dann entscheidet selber, ob ihr euch vertrauensvoll aufgehoben fühlt. Jedes 250. Rind, was geschlachtet wird, wird kontrolliert. Und damit ist das Rind das am intensivst kontrollierteste tierische Lebensmittel. Und entsprechend hoch sind auch die Beanstandungen. Das Video dazu mit den aktuellen Ergebnissen der Rinduntersuchung vom nationalen Rückstandskontrollplan findet ihr oben in der Infobox. Beim Schwein und beim Schaf ist es nur noch jedes 2000. Tier, was kontrolliert wird und was in den Markt kommt. Also 2000 Tiere werden geschlachtet und eins davon wird kontrolliert. Meiner Empfindung nach ist das schon grenzwertig, aber ich glaube, da müssen wir uns gar nicht lange daran aufhalten, denn wenn wir zum Geflügel kommen, das Fleisch, was am meisten von den Deutschen konsumiert wird, dann wird es ja, ich würde schon sagen, kriminell. Beim Geflügel wird ein Tier, und jetzt bitte ganz genau hinhören, pro 200 Tonnen getestet. Wenn wir ein ganz normales Hähnchen nehmen, was zwischen 800 und 1200 Gramm wiegt, laut Wikipedia, also rund 1 Kilo, dann wird jedes 200.000. Tier getestet. Das ist nach meinem Gefühl so gnadenlos wenig, dass mir echt kalter Schauer den Rücken runterläuft. Jedes 200.000. Tier. Bei Fischen ist es ebenso, jedes 200.000. Tier wird getestet. Das was wir am häufigsten konsumieren, wird am wenigsten kontrolliert. Welche Logik steckt dahinter? Ich kann sie nicht erkennen. Wie ist das eigentlich mit Milch und Eiern? Ich erinnere mich nur noch an diesen Dioxinskandal, wo man gerade bei Eiern doch eigentlich besonders fokussiert sein müsste. Ein Ei wiegt ungefähr 70 Gramm. Es wird ein Ei aller 1000 Tonnen als Probe entnommen. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, wird nur jedes 15 Millionste Ei untersucht. Das heißt, es kommen 15 Millionen Eier in den Handel, wovon eins
untersucht wird. Ich habe mir wirklich genau gelesen und gesucht, wo mein Denkfehler sein könnte oder wo ich irgendeine Zahl missinterpretiert haben könnte. Das ist so dermaßen unglaublich. Bei der Milch sind das ähnliche Dimensionen. Wenn man von dem Standard von einem Liter ausgeht, wird eine Probe auf 15.000 Tonnen Jahresproduktion genommen und das ist auch wieder eine Packung von 15 Millionen, die über den Ladentisch gehen. Mir ist ehrlich gesagt, ja, auch egal was die Gründe für diese Zahlen sind, aber die sind ein Schlag ins Gesicht des Verbrauchers. Gerade bei Produkten, die an sich schon als teilweise karzinogen oder sagen wir mindestens gesundheitlich bedenklich eingestuft werden, noch bei den Kontrollen so dermaßen zu sparen und geradezu absurd wenig zu kontrollieren, man muss sich die Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedes 15 Millionste Ei, was in den Handel gelangt, wird kontrolliert. Ein Ei und genauso eine Tüte Milch pro 15 Millionen. Das ist doch ein Witz. Und ja, leider ein Witz auf Kosten der menschlichen Gesundheit. Es werden ja Banken gerettet und Millionen Steuergelder dafür aufgewendet. Es werden ebenso Subventionen in Milliardenhöhe in gesundheitlich bedenkliche Industriezweige geballert ohne Ende. Aber es ist nur so viel da, so viel Geld da, um eins von 15 Millionen Eiern oder Milch oder jedes 200.000ste Huhn zu kontrollieren, was in den Handel kommt. Das ist unfassbar. Aber Realität in Deutschland, und ich glaube, ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir wahrscheinlich noch an der Spitze der weltweiten Lebensmittelkontrollen liegen. Und wenn ich dann immer in Berichten die dicken Fleischbauern ächzen höre, wie streng in Deutschland kontrolliert wird, dann, ja, dann frage ich mich immer, wie verwöhnt und verblendet oder sagen wir es beim Namen verblödet diese Bauern sind. Diese Abartigkeit des Durchwinkens quasi aller tierischen Produkte ohne nennenswerte Kontrolle, das ist für mich ein absolut neuer Tiefpunkt beim Durchforsten und Bewusstwerden des deutschen Lebensmittelsystems. Ich bin wirklich tief schockiert und ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Übertreibe ich? Echauffiere ich mich zu Unrecht? Sind die Zahlen nachvollziehbar? Bitte, ich bin wirklich neugierig, wie ihr das seht. Ja, entweder per Kommentar oder einfach direkt mit einem Daumen zeigen, ob ihr auch so unfassbar angepisst wie ich seid oder ob ihr sagt, nö, ist klar, es ist richtig so. Ich muss das jetzt erstmal für mich verdauen und ja, wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, aber das ist die Realität in Deutschland und da müssen wir uns auch stellen. Augen zumachen gilt da nicht. Wir müssen wirklich uns bewusst werden, wo wir leben, wie wir leben und da gibt es keine Kompromisse und ja, heiter weiter würde ich sagen. Schönen Tag noch, macht's gut, euer Christian.